Ja, moin zusammen nochmal bei Betreute Schrauben. Schon wieder die Sphäre von Svende auf der Bühne. Wir hatten ja letztes Mal den Benzinhahn getauscht in der Hoffnung, dass es irgendwie daran liegt, dass die Kiste nicht über ihre, ja, bei ihr sind es glaube ich 40, bei mir sind es eher so 30, irgendwie kommt. Hat nichts geholfen. Ja, ist wenn dann überhaupt ein Teil des Symptoms gewesen, was wir hier noch rausfinden müssen. Heute tauschen wir mal die Vario-Rollen. Ich habe mir den Endantrieb noch gar nicht angeguckt. Das heißt, wir machen heute mal hier den Vario-Deckel auf und gucken mal da rein. Und tauschen mal die Vario-Rollen. Sven hat schon ein neues Päckchen mitgebracht. Und dann machen wir einfach nochmal eine Probefahrt und gucken, ob das was geholfen hat. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Also, damit wir an die Vario rankommen, der Vario-Kasten ist ja quasi, die Abdeckung ist ja quasi hier unten, müssen wir uns hier das linke Seitenbäckchen abmachen. Das heißt, Deckelchen uff. Dann haben wir hier oben die, das wieder zu, das zu, gute alte Zu-Auf-Problem. Haben wir hier oben ja diese Bundschraube, die uns dieses Plastikteil, also dieses hier, was wir zuerst abnehmen müssen, hier oben festhält. Bei Svende ist das ja so, da fehlen ja vier Schrauben, das heißt, wir müssen, um das abzumachen, nur eine abmachen. Praktisch. Hier oben ist es, wer das andere Video noch nicht gesehen hat, nur geklipst. Ja, das heißt, hier ist ein Gumminippel und hier ist das Gegenstück dazu. Das heißt, wir ziehen das so einfach nur raus. Ja, einfach, ne? Auf der anderen Seite wäre es einfach gewesen. So, jetzt die Bank wieder ein bisschen abkippen, das Teil rausnehmen. Und dann machen wir uns das Heck, dieses Heckverkleidungsstück hier ab. Ist hier ein 6er Inbus, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Bei mir ist das, glaube ich, auch so. Weil ich habe ja einen Gepäckträger hinten dran, da ist das auch festgemacht mit. Die ist ja nur so stabil für den Gepäckträger. Ziehen wir uns das hier nach oben. Machen uns das ab. Machen uns direkt, wo wir hier schon stehen, diese Schraube hier auch auf, die Bundschraube, die quasi die linke Backe hinten hält. Ich glaube, es gibt eine Weltmeisterschaft im Sphärer auseinander- und zusammenschrauben. Oder auf den Sphärer-Treffen wird das, glaube ich, immer gemacht. Ich würde sehr gerne mal dabei. Da kann man bestimmt was lernen. So. Die Schraube hat gefehlt, habe ich sie ja schon abgemacht. Das weiß ich nicht. Ich weiß das auch nicht, du. Nee, die haben schon abgemacht, du. Die wurde ja nicht da. Wieso war die nicht da? Ey, da habe ich letztes Mal geschlampt, Svende. Boah, meine Güte. Verdammt, jetzt habe ich dich dran erinnert. Egal, du kriegst gleich eine spendiert. Ich habe ja noch welche. Nicht, dass dir das unterm Hintern auseinanderfällt, das Gerät. In der guten alten Sammelbox. In der guten alten Sammelbox, ja, das ist das Beste, was ich besitze, meine Sammelbox. So, jetzt haben wir hier oben noch eine Kreuzschlitzschraube, hinten am Fender. So. Raus, raus, hey. So, und jetzt, ne, hier, Sozius-Fußraste rausklappen, rüberziehen. Fertig. So, und da ist sie, die Vario, in der vollen Pracht. Jetzt kommen mal alle Schrauben hier dran. Das sind, ich meine, 5er oder 6er Schrauben, die man mit einer 8er Nuss abmacht. Und jetzt ändere ich mal ein bisschen den Kamerawinkel, damit man besser sehen kann, was ich überhaupt mache. So, jetzt sehen wir hier, wo wir hin wollen. Jetzt haben wir hier quasi die Variomatik, die ist ja komplett hier drunter unter dem Deckelchen. Das müssen wir uns abmachen. Bei manchen Modellen muss man den Kickstarter abschrauben. Muss man hier nicht, weil die Kickstarter-Mechanik auf der Deckelseite hängt. Das heißt, wir können den einfach dran lassen und der kommt gleich mit ab. Svende hat jetzt mal so ein wunderschönes Bild gezeichnet. Also so ein 1 zu 1 Bild, was denn da so ist. Und sich die Schrauben merken kann, weil die sind unterschiedlich lang. Ich habe es früher mal so gemacht, ich habe sie dann reingedreht, wo sie reingehen. Kann man natürlich machen, das macht natürlich Arbeit. Deswegen ist das schöner, wenn man das hier mit so einer Zeichnung macht. Ich fange jetzt einfach mal hier vorne unten an. Ich gucke mal, ob das mit meinem Akkuschrauber hier funktioniert. Ja, mit dem Achter klappt das natürlich nicht. Da muss man sich natürlich das richtige Werkzeug aufspannen. Das sind 10 mm Nüsse. Wo ist er? Er ist weg. Er wurde gestohlen. Nein, wurde er nicht. Hier Oh ist er. nein! Oh nein! So. 10. Es sind 10. Nee, sind es nicht. Es sind keine 10 mehr, das ist 7, das ist 8. Ich erzähle wieder einen Unsinn heute hier. Aber das gehört zum Programm, das müsst ihr abkönnen. So, also. Vergesst alles, was ich jemals gesagt habe. Es sind 8. Am besten schaltet ihr das Video jetzt erst ein. Ich werde hier so einen Marker mal machen.
So, Svende hat gesagt, sie legt sie dahin, wo sie hingehören. So, unten links, hinten links, Digga. So, hier haben wir quasi noch so ein Halteblech für den Bautenzug der Hinterradbremse. Das lassen wir uns jetzt hier einfach baumeln. Müssen wir uns nicht abnehmen. Ich glaube, wenn ich auf zwei stelle, bin ich schneller. Zeit gespart. Ja, auf zwei schafft er es nämlich nicht. Deswegen haben wir auf eins gestellt. Hatte schon seinen Sinn. Aha. Ja, normalerweise nimmt man hierfür ganz oldschool einen Maulschlüssel. Aber du könntest das ja auch einfach machen. Wie ich nachher wieder Ton normalisieren darf. Ich freue mich jetzt schon. So. Svende kommt im Sortieren gar nicht mehr hinterher. Oder habe ich gewackelt? Ja, es wackelt. Es wackelt, ah Mist. Ah, okay. Versuch mal weniger zu wackeln. Am besten, warte mal, Schraubenköpfe nach unten, dann rollen sie nicht. Yeah, genau. Also warte mal, das war jetzt die hier oben an der, da. Ja. Die da. Das ist aber auch blöd, man muss das irgendwie mal anders machen. Obwohl die Idee eigentlich schon gar nicht so schlecht war. Die Idee war super. Die Idee war super, ja. Umsetzung hakt. Umsetzung hakt, ja. Naja, gut. Ne? Improve everywhere, ne? Sag ich ja immer. So, ist das jetzt schon die letzte? Ne, da ist noch eine, die ist ein bisschen verdeckt hier vorne. Haben wir überhaupt noch was sehen oder bin ich jetzt hier schon... komplett im Bild. Bin ich im Bild? So, Moment. Ich check das. Check das. Check das, check das. Moment. Das ist auch, genau, die ist da vorne. Das läuft doch. 8. Nicht 7, nicht 10, sondern 8. Genau 8. So, das heißt, die ist nämlich hier hinter der Sozius-Fußraste. Das ist die letzte Schraube, die uns das jetzt hier hält. Bis auf den Gnies natürlich, der es noch ein bisschen zusammenpresst. Das heißt, der fällt jetzt hier nicht einfach runter. Was ich nicht garantiere bei euch, oder nicht garantieren kann. Schau mal an, Svende, ne? Du hast so viele Kreise gezeichnet und so viele Schrauben liegen jetzt da. Sind wir stolz? Ja, extrem. Ich habe schon Roller gesehen, da waren zwei Schrauben dran. Eine vorne, eine hinten. Hält da natürlich, ne? Aber, so, da kommt Aleph jetzt gerade nach Hause. Dankeschön. So, wie wir sehen können, ne? Hier kommt der Kickstarter einfach mit runter. Ne, das ist die Kickstarter-Mechanik hier. Dass wenn ihr Kickstarter tretet, dann bewegt sich dieses Halbrund hier und hier ist eine Schnecke. Sieht man so nicht. Man sieht das nicht. Nee. Danke, Svende. Also nochmal, wenn ihr den Kickstarter tretet, dann ist hier so ein Halbrund-Zahnrad, das dreht sich dann und hier ist eine Schnecke. Sieht man das? Sieht man die Schnecke? So ein bisschen, ja. Diese Schnecke sorgt dafür, dass dieses Teil nach oben geht. Und hier auf die Kurbelwelle drückt. Das hakt sich quasi hier ein und dreht dann den Motor durch. Genau wie es der E-Starter natürlich auch machen würde. So, wo wir hin wollen, ist hier. Hier ist die Variomatik drunter, die dafür sorgt, dass sich der Riemen bei steigender Geschwindigkeit quasi hier vorne nach außen geht und hinten nach innen. Hier ist die Kupplung, das ist die Kupplungsglocke. Das heißt, das Rad dreht jetzt frei, ja, weil sich der Motor nicht dreht. Und hier wollen wir hin und das machen wir uns jetzt mal mit dem Schlagschrauber auf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das große Problem beim Roller ist ja, er hat kein Getriebe, also kein echtes Getriebe. Das heißt, wir müssen uns... Ah, hier ist die Kickstarter-Mechanik. Ich weiß gar nicht, ob die rausgeht. Die hängt jetzt hier so ein bisschen drin. Das ist nicht die Kickstarter-Mechanik, das ist die E-Starter-Mechanik, Gunnar, du Depp. Geht gleich raus, wenn wir das Zahnrad abhaben. Aber ich hole jetzt erstmal Schlagschrauber ran. Dann machen wir uns diese Schraube hier mal auf. Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, hier diese Mutter hier aufzukriegen. Die sitzt hier direkt auf der Kurbelwelle drauf. Ja, das ist das Lüfterrad hier mit dem Zahnrad. Das Zahnrad außen ist dafür da. Hier unten ist der Freilauf für den E-Anlasser. Wenn der E-Anlasser betätigt wird, kommt das hier raus, greift quasi hier ein und dreht die Kurbelwelle durch. Ja? E-Starter macht ja nichts anderes als der Kickstarter. Ne? Hauptsache der Motor wird irgendwie gedreht. Das kriegen wir jetzt nicht raus. Das kriegen wir raus, wenn wir das Lüfterrad raus haben. Lüfterrad heißt deswegen Lüfterrad. Wir haben hier so Lamellen. Und wenn sich die Kurbelwelle dreht, wird hier ein Luftstrom erzeugt, um die ganze Variomatik zu kühlen. Also den ganzen Kasten hier.
ein bisschen Umluft zu erzeugen. Ich habe mir jetzt mal, das ist eine 14er, was habe ich gesagt? Ne, 15. 15er Nuss hier auf den Schlagschrauber gemacht. Steht auf Lösen, ganz wichtig, guck da drauf. So, setzen wir uns die hier mal auf. So. Das Problem ist, was ich eben gesagt habe, ein Roller hat kein Getriebe oder so, ne? Und du kannst sie auch nicht irgendwie festhalten. Es gibt spezielle Bleche, die schraubt man sich hier oben drauf, die halten dann hier das Lüfterrad fest. Und dann kann man hier mit einem ganz normalen Maulschlüssel oder was auch immer das abmachen. Jetzt nehmen wir uns das Lüfterrad mal ab. Ja, es ist verzahnt hier, ne? Ein Lüfterrad, was noch in Ordnung ist, sieht man auch selten. Normalerweise fehlen immer mindestens ein paar von diesen Fanblades hier, also von diesen Flügelblättern. Das hier sieht noch richtig, richtig gut aus. Es ist verzahnt, habe ich gerade gesagt. Die Kurbelwelle ist verzahnt. So, jetzt kommt hier das äußere Stück runter. Hier sieht man ganz genau, wo der Riemen drauf läuft. Und man sieht auch ganz genau, dass der Riemen nicht ganz nach oben läuft. Ja, weil die Stelle hier, die hier noch matt ist, da war der Riemen noch nie in seinem Leben gewesen. Gucken wir mal, ob wir das heute mal ändern können. Aber wir haben ja auch einen anderen Auspuff drauf gemacht. Natürlich wird das Gerät nicht im öffentlichen Straßenverkehr gefahren, weil ist ja alles illegal, ne? Sven fährt ja nur im Garten hoch und runter mit, hier, ne? Aus der Garage raus und wieder rein. Und wieder rein, genau. Guck mal, irgendwas funktioniert, ich muss noch mal rein. So. Jetzt haben wir hier die Distanzhülse. Gucken wir uns auch mal weg. Und jetzt kommen wir dahin, wo wir hin wollten. Variomatic. Ach, guck mal an. Und da kommen schon die Gewichte raus. Und wir sehen... Da sehen wir es. Ja, es sind auf jeden Fall nicht die originalen Gewichte, die hier drin sind. Es sind genau dieselben. Also natürlich nicht dieselben. Dieselben sind noch in der Packung drin. Es sind die gleichen. Es sind die gleichen, die Sven hier mitgebracht hat. Ja, ich müsste mal hier nachher mal gucken. Man kann das Logo leider nicht mehr sehen, sonst würde ich wirklich wissen, ob es die gleichen sind. Die sind recht schwer zu bekommen. Das ist 17 x 13,5, 5,2 Gramm. Es kann sein, dass das hier andere Gewichte sind. Ich habe jetzt leider keine Feinwaage hier unten. Was aber wichtig ist, das hier. Da muss gesäubert werden, weil sonst können die Kugeln hier nicht steigen. Ne, die Kugeln liegen hier drin, innen am Anfang. Und je schneller sich der Motor dreht, desto weiter wandern die nach außen. Wenn die nicht mehr nach außen wandern können, dann kann der Riemen hier oben nicht steigen und dann hat man keine Endgeschwindigkeit. Ne, also ich habe ja schon mal gesagt, wie mit dem Benzinhahn auch, es ist eher so eine Symptomatikgeschichte. Man kann sich das alles mal angucken und muss sich das alles auch mal angucken. Und deswegen bauen wir das hier heute einmal alles auseinander. Das mache ich jetzt mal sauber und dann tun wir die neuen Rollen da rein und dann bauen wir die Ware gleich wieder ein und gucken, ob das dann irgendwie besser geworden ist. Also, wir haben uns hier mal schön was zusammengestellt. Bremsenreiniger, Silikonspray. Die Gewichte und unsere Vario. So, wir haben jetzt hier die neuen Gewichte und die alten. Das sind wirklich andere. Die sind von der Machart her anders. Auf den einen ist dieser Kunststoffüberzug auf dem Metall geht komplett drüber. Bei den neuen Rollen ist das nicht so. Ja, sieht man hier. Bei den neuen Rollen sieht man quasi auf beiden Seiten hier das Messing. Bei der hier ist es bei der einen Seite drüber, bei der anderen Seite nicht. Die Gewichte sind so alt nicht, ne? Also die alten, die ich jetzt hier rausgeholt habe, sind so alt. Ich habe jetzt leider keine Feinwaage, mit der ich das mal wiegen kann. Die sind aber auch unterschiedlich groß. Ne? Das heißt, wenn man das hier so... Sieht man das, Sven? Ja. Ja. Ne? Also wenn man die so hier nebeneinander hält, dann sieht man, dass die neuen Gewichte, die wir gekauft haben, oder die Sven gekauft hat, ne, die sind ja, 17 x 13,5. Was gibt jetzt innen, was gibt jetzt außen an? Ich weiß es gar nicht. Die sind höher als die hier. Das heißt, die laufen wahrscheinlich auch besser. Ich meine, wenn man das mal hier mal testet, ja klar. Hier, Probe aufs Exempel, man sieht es, da ist ein Spalt. Und bei denen hier, da gibt es keinen Spalt. Kein Schmerz, kein Spalt. Ne? Die passen. Die passen tausendmal besser. Die hier wackeln ja. Das sind nicht die richtigen. Deswegen sagte ich ja vorhin, das war nicht gelogen. Wenn du für die Originalsphäre NSL, die wir hier auf der Bühne stehen haben, die Gewichte suchst, dann suchst du ziemlich lange. Ne, weil dieses Maß hier, das ist kein Standardmaß. 17 x 13, 5 x 5,2 Gramm. Ich habe da im Heizerforum nachgefragt, was ich euch sehr ans Herz lege, weil da wirklich super coole Leute rumlaufen, beziehungsweise rumschreiben. Und die haben mir die empfohlen, die habe ich bei mir drin. Perfekt.
Ja, ich war jetzt ein bisschen traurig, dass das, was hier rausgekommen ist, nicht noch irgendwie ekliger aussah oder was gefehlt hat oder so, wo ich sagen würde, ja, mega geil, wenn du daran lagst jetzt. Schade. Egal, genug gequatscht. Jetzt machen wir uns das Ding hier mal sauber. Idiotenbremsen rein hier, weil da ist nämlich hier, also es ist schon Abrieb da. Also was heißt Abrieb? Es hat jemand gefettet wahrscheinlich. Ja, man soll Variomatik, die sollten Variomatik nicht fetten. Ja, warum weiß ich das? Weil ich natürlich eben im schlauen Internets nachgelesen habe. In diesem Internet. Wo natürlich auch nicht alles stimmt, was da geschrieben wird. Aber die Gewichte haben sich geändert. Die alten Gewichte von der Sphäre. Wenn ihr eine Sphäre habt, kann es sein, dass ihr noch alte Gewichte habt. Die haben innen einen Metallkern. Und außen zwei. Das ist hier wirklich. Das muss raus. Das laufen die Rollen hier nicht. Ach, wir machen das mal ganz anders. So, das Bad ist eingelassen. Bläh. Ach, guck mal hier, schön. So. Ne, also, was wollte ich gerade sagen? Die alten Gewichte haben innen drin einen Metallkern und zwei Plastikkappen drauf. Und diese Plastikkappen, die sind natürlich aus einem ganz anderen Material als heute die Vario-Rollen, die man heute einbaut. Das ist anders. Das gleitet auch leichter. Das gleitet auch leichter ohne Fett. Die alten Vario-Rollen bei der Sphera, die hat man gefettet, weil sie eben aus so einem eher so ein Hartplastik waren. Und das hier ist eher Gummi. Aber was heißt Gummi, ne? Es ist auch ein Plastik, aber es fühlt sich mehr an wie Gummi und deswegen scheuert sich das auch nicht so ab. Also wahrscheinlich. Ich bin ja kein Experte da drin. Ich versuche mir das nur gerade selber zu erklären, warum man die neuen Rollen eben nicht fetten soll. Und was ich gelesen habe, man kann ein bisschen Silikon benutzen. Ich meine, das Silikon, das ist auch irgendwann weg. Ja, aber Rollen sind ja Verschleißteile. Und deswegen sollte man, ich weiß nicht, wie viel 1000 Kilometer, ich meine, wann fährt man mal 1000 Kilometer mit dem Roller, ne? Also wenn du nur in der Stadt, beziehungsweise nur im Garten, Svenne fährt ja nur im Garten oder im Garagenhof, haben wir eben schon festgestellt. Ja, wenn du nur im Garten oder im Garagenhof fährst, na, da hält ein Tank auch lange, das ist alles überhaupt kein Problem. So. Ey, warum rollt die denn? Das ist eine Rolle, ist wahrscheinlich. Ist ihr Job. Ist ihr Job. It's her Job. So. Sieht man das, Svende? Kann man da was Du musst ein sehen? bisschen runter. Ich muss runter. Da, Ja. dabei. Ja, so ist es schön. So ist das schön, gut. So. Ja, ich habe jetzt hier draußen noch ein bisschen genießt, ne? Aber alles, was wir hier sehen, ist besser als vorher. Ja, bin ich zufrieden. Mag ich. Ein bisschen hier unten. Ich habe so dicke Finger, ich komme nicht so gut in die Ecken. Mist. Hat auch seine Nachteile. So. Ja, das ist ok. Das ist okay. Wäre ich zum Putzen hier. Yeah. So. Ja. Jetzt nehmen wir uns mal diese Rollen und machen mal eine Probeliegung. Gucken mal, ob die. Das ist eine alte. Die nehmen wir nicht. Gucken mal, ob die Anzahl stimmt. 1, 2, 3, 6. So. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich mache jetzt noch ein bisschen Silikonspray dran, weil der Herr Internet das gesagt hat. Lass mal noch mal ein bisschen drauf hören. Zap, 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 zap. Ein ganz kleines bisschen, ne? Jetzt saugt da draußen schon wieder einer. Sag mal, haben die sie noch alle? So. Jetzt ist hier Silikonspray drin. Ein bisschen. Soll natürlich nicht schwimmen, soll nur angeglättet sein. Gibt's das Wort? Du bist doch Journalistin, du musst das doch wissen. Angeglättet. Wahrscheinlich gibt's das nicht. Das macht Ich bezweifle es auch, macht aber nichts. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder an den Roller und bauen die wieder ein. So, wie fast alles hat natürlich auch die Vario zwei Seiten. Wir haben jetzt nur eine Seite sauber gemacht. Die andere, die ich mir gerade hier angeschaut habe ich jetzt hier in der Hand. Hier war natürlich auch noch ganz schön viel von diesem Fett, was da drin war, auf diesen Gleitflächen. Hier laufen die Rollen. Die Rollen laufen hier auf diesen Flächen, die hier so hell schimmern.
dass man so ein bisschen hier durch das Kameralicht hier dreht, sieht man das ganz gut. Das ist ja der erste Teil, den wir uns wieder draufsetzen, beziehungsweise wir setzen uns die Variomatik jetzt zusammen. Ne? Hier sind die Rollen drin. Ne? Wir haben hier so drei so Gleitflächen, die gehen hier rein. Ich muss höher. Ja, höher. Hängt ihn höher. So. Und dann geht das hier drauf, hoffentlich. Tut es das? Oder habe ich die falsch eingesetzt? Ah, das kann natürlich sein. Moment mal. Nee, eigentlich. Doch. Ich habe sie falsch eingesetzt. Die eine jedenfalls. Genau. Moment. Ja. Ich glaube, eines von den Gleitstücken war falsch eingesetzt. Probieren wir das nochmal, ob das jetzt klappt. Falsch rum, Gunnar. Mann. So natürlich. Wie habe ich es nicht schon vorher gemacht? Bin ich zu blöd? Ja, das Teil ist doch falsch drin. Es gibt zwei Seiten. 50-50 Chance. Das ist doch zu weit. Das ist richtig. So. Kaum macht man es richtig, funktioniert. So. Jetzt haben wir die Vario wieder fertig zusammen. Das hier ist die Motorseite. Hier ist ja die Kurbelwelle. Ja, und das hier ist die Vario-Seite, wo der Riemen drauf steigt. Ja, die ist hier konisch. Das heißt, wir setzen uns das jetzt hier wieder drauf. Das ist ja auch verzahnt. Kommt da drauf. Dann kommt das Teil, wo die Vario drauf läuft, also das Distanzstück. Kommt hier in die Mitte wieder rein. So. Und dann holen wir uns den Monsieur Le Riemen hier mal ran. Der sitzt da jetzt hier irgendwie, warte mal, ziemlich verspannt da drin. Warum sitzt der so verspannt da drin? Der muss jetzt hier vorne wieder drüber. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum die Kupplung hier hinten so weit zu ist. Warum ist das so? Ah. So, Moment. Kupplung könnt ihr euch ein bisschen aufziehen hinten. Ne? Damit ihr hier Platz habt. Das heißt, ihr könnt hier hinten. Siehst du das, Sande? Mhm. Jetzt arbeite ich hier quasi gegen diese Kupplungsfedern, was ich gerade eben meinte. Ne? Das sind die Federn, die hier bei Fliehkraft auseinandergehen und die Kupplung schließen. Arbeite ich gerade hier mit der Hand dagegen. Das heißt, wenn wir das machen, können wir uns den hier vorne ganz weit nach vorne ziehen. Hier, na, das ist natürlich traumhaft. Ich guck mal gleich, ob uns das hilft. Weil das hatte ich Sven eben schon... Ach, guck mal an. Es bleibt da so. Nein, es rutscht zurück. Ha. Hatte ich Sven eben erklärt. Was wichtig ist, dieses letzte Teil hier. Das ist ja das Blockierstück vom Lüfterrad. Na, das heißt, das sitzt hier drin. Und das hat eine Verzahnung. Und diese Verzahnung muss natürlich noch auf die Verzahnung der Kurbelwelle hier passen. Und dazu muss der Riemen möglichst weit oben sein. Das heißt, wir setzen uns jetzt das Gegenstück wieder drauf von der Variomatik hier. Sitzt ja auch auf der Verzahnung. Und jetzt sehen wir das schon. Also ich weiß nicht, also ich sehe es jedenfalls. Das ist jetzt hier plan. Das heißt, ich habe von der Kurbelwelle habe ich keine Zähne mehr. Das heißt, wir drücken uns den Riemen hier nochmal schön zusammen. Weil wenn wir das tun, dann kommt der Riemen hier vorne weiter nach außen. Aha, schon sehe ich, bekomme ich hier ein Stück Verzahnung, wo ich hier mein Haltestück für das Lüfterrad hier draufsetzen kann. Es ist immer noch nicht perfekt, ich bin ja noch nicht zufrieden. Eigentlich... Wie machen wir das denn am besten? Ja, ich müsste eigentlich jemanden haben, der hinten stark genug ist, das hier festzuhalten. Sven, da traust du dir das zu? Ja. Ja? Also mal so richtig fest drücken irgendwie. So, perfekt. Besten Dank. Dann kann ich den Riemen nämlich hier vorne so weit nach außen tun. Ha, perfekt. Jetzt passt es. Ja, siehst du mal. Starke Frau an der Seite, klappt das schon. So, zack. Dankeschön. Darfst loslassen. Super geil. So. Und musst du das jetzt nicht wieder zurückspringen? Das geht jetzt ganz langsam wieder zurück hier. Okay. Ne?
Du hast ja gerade die Kupplung quasi manuell betätigt hier, beziehungsweise die Übersetzung hinten. Und das ist ja das, was hier passiert, wenn man das macht. Und dadurch hast du hier mega viel Platz für den Riemen. Mhm. Und deswegen konnte ich das jetzt hier schon komplett aufdrücken. Ich habe kein Blockierwerkzeug. Ich kenne das Drehmoment nicht. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Schlagschrauber auf Stufe 1 das hier wieder festziehen. Das fest. Gunnar sagt das fest, dann ist das fest. So. Der Riemen eiert jetzt hier natürlich noch rum, macht uns nichts, weil sobald der Motor läuft und sich das hier hinten bewegt, ja, passiert jetzt sogar schon wieder, dann renkt sich das wieder ein. So, man sieht es, der Riemen läuft frei. Der Riemen ist auch schön unbeschädigt, der hat keine Malspuren. So, jetzt sieht man es hier. Dreht man es ein bisschen durch. Jetzt sieht es hier schon wieder genauso aus wie vorher. Super geil. Und jetzt schrauben wir uns das wieder zusammen. Was brauchen wir noch? Eigentlich nichts. Das heißt, wir schrauben uns das jetzt direkt zusammen. Weil liegt ja alles hier rum. Es ist ja nichts, was fehlt. Ich habe ja alles eingebaut. Der Kickstarter ist ja hier mit drin. Da haben wir nichts gemacht. Ne, hier ist die Aussparung für die Kupplung. Und hier logischerweise der Kickstarterantrieb für die Kurbelwelle. Das heißt, das Teil kommt so wieder drauf. So, passt ja richtig gut, ne? So, und jetzt fangen wir mal hier an. Sven hat ja diese schöne Zeichnung hier gemacht. Das Drehmoment schaue ich mir allerdings gleich nochmal an. Ich drehe die Schrauben jetzt alle erstmal handwarm hier rein, damit mir das nicht mehr runterfällt und ich weiß, wo welche Schraube war. Das heißt, ich drehe alle Schrauben mal rein, bis sie packen. Und dann drehen wir die gleich mit Drehmoment fest. Ich sage immer wieder dazu, ne? Also ein Drehmomentschlüssel für Werte von, weiß ich nicht, 4 bis 15, das ist absoluter Luxus. Das braucht man eigentlich nur, wenn man professionell am Fahrrad schraubt oder einem das hier wirklich wichtig ist. Ihr könnt die hier auch handwarm andrehen, ne? Das ist hier keine Schraube, wenn sie nicht mit dem richtigen Drehmoment angedreht ist, hier euer Leben gefährdet, dann verliert ihr sie im schlimmsten Fall. Wie viele Schrauben sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück. So. Wenn ihr eine nicht richtig anzieht, ja, macht sie lieber zu locker als zu fest. Ganz wichtig. So, hier unten kommt noch der Halter vom Rückgratbremszug rein. Nicht vergessen. Sonst baumelt der da unten zu sehr. Macht sie nicht zu fest. Wenn ihr sie zu fest macht, lauft ihr Gefahr, dass ihr euch das Gewinde, was dahinter ist, doll dreht. Und wenn ihr euch das doll gedreht habt, ja, bei einem Gewinde geht das, dann lasst ihr die Schraube da weg. Aber wenn ihr das bei allen dann gleich fest angebombt habt und irgendwann dann merkt, oh shit, ich habe mir alle Gewinde kaputt gedreht, ja, habt ihr ein Problem, da könnt ihr den Varedeckel nicht mehr montieren. Deswegen immer lieber ein bisschen zu wenig als zu fest. Ich habe es schon erlebt, da waren fast alle Gewinde kaputt. Guck mal, Sven, der haut hin, ne? Also das mit der Zeichnung ist eine sehr gute Idee gewesen. Und kann ich euch nur empfehlen, weil dann habt ihr keine Sucherei, wo kommt was hin. Sondern ihr nehmt euch die einfach hier hinten von der Zeichnung wieder runter. Aber ich meine, gut, die Zeichnung ist auch schön, ne? Also ich hätte es längst nicht so... Du hast sogar den Kickstarter mit eingezeichnet, das ja. Sehe ich jetzt erst. Ich werd bekloppt. Ja, das ist halt, ne? Talent nennt man das dann. Ich kann Schrauben, aber nicht zeichnen. Wenn jemand dabei ist, der zeichnen kann, ich halte das hier nochmal hin. Genial. Alle Schrauben weg, alle Schrauben drin. Ich gucke nach dem Drehmoment und dann mache ich das mal fest. Also, ich habe das Internet mal durchforstet. Das Witzige ist, wenn man nach Anzugsdrehmoment Vario-Schrauben sucht, was findet man? Ja, bei mir geht nur noch eine oder bei mir sind alle überdreht oder ich habe eine Schraube abgerissen, ne? Findet man alles. Was man nicht findet, ist ein ordentliches Drehmoment. Was ich jetzt im Vespa-Forum gefunden habe, ist irgendwie 10 bis 15 Newtonmeter. Ich mache jetzt meinen untersten Wert, weil ich sage lieber weniger als mehr. Praktisch ist es, wenn man sich die vorher, ich habe jetzt hier einfach mal hier meinen kleinen Bosch hier stehen, da kann man es hier oben einstellen. Wie fest der das machen soll. Das heißt, hier kann ich mit zwei Fingern festhalten. Das heißt, ich habe einfach mal alle Schrauben jetzt hier mit diesem Winzdrehmoment, was wahrscheinlich nicht mal 2 Newtonmeter sind, festgedreht. Das spart mir jetzt hier die Arbeit, das alles mit dem Drehmomentschlüssel per Hand zu machen. Ich bin ja faul. Ich stelle mir jetzt mal hier 10 Newtonmeter ein bei dem Schlüssel. So. 10 liegen an. Richtige Richtung ist es auch. Nur die falsche Nuss ist drauf. Ja, ich hatte ja gesagt, was ist es? 8 ist es. 8 haben wir hier. So. Jetzt wichtig, über Kreuz anziehen.
Ja, 10 Newtonmeter ist, das wäre handwarm, was ich als handwarm bezeichnen würde. Das sieht gut aus oder fühlt sich gut an, eher gesagt. Jetzt zieht ihr die einfach mal hier über Kreuz alle ein bisschen an, also immer mal wieder an einer anderen Stelle das machen. Warum über Kreuz? Über Kreuz macht man das deswegen, damit das Bauteil sich hier quasi besser auflegt. Ne? Wenn du jetzt hier anfängst und die komplett hier anknallst, also was anknallen ist es ja nicht, dann kann es sein, dass sich das Bauteil verspannt. Ne? Dass es dann quasi hier komplett auf Press schon liegt und dann kommt es hier hinten hoch oder verzieht sich oder wie auch immer. Und deswegen bei jedem Bauteil, was du mit mehreren Schrauben festmachst, da ziehst du die Muttern dann quasi über Kreuz wieder an. Damit das ist auch einfach materialschonender an der Stelle. Muss man sich natürlich jetzt merken, welche man hatte und welche nicht. Da habe ich es nicht gemacht, habe ich vergessen. Die hatte ich schon. Die hatte ich glaube ich auch schon. Nee, jetzt schon nicht. Hatte ich die schon? Die hatte ich schon, ne? Nee, hatte ich auch nicht. Jetzt gehe ich einfach noch einmal rund. Die hatte ich noch nicht. Die hatte ich schon. Die auch. Das ist natürlich jetzt hier die absolute Mega-Sonderbehandlung, ne? Also, so genau macht's keiner. Wäre ich auch nicht böse, wenn irgendjemand sagt so, Alter, hast du sie noch alle, ey? Ich mach die fest und nach fest kommt ab und solange ich dich abhab, ist das okay? Ja, gerne, mach das so. Ja, ich wollte nur mal sagen, für die Perfektionisten unter uns, die gibt's ja alle, mache ich das Umdrehmesh-Schlüssel. Wir sind fertig. Wir sind fertig mit dir zumachen. Jetzt kommt Seitenbacke wieder drauf. Die hole ich mir mal, ohne durch die Kamera zu laufen. So. Also Seitenbacke. Schön unten einfädeln hier an der Sozius-Fußraste. Ja, schön einfädeln, habe ich gesagt. So, schön einfädeln. So, das hatte ich gesagt, Sven, ich schenke dir noch eine Schraube. Ich hab die Schraube noch nicht geholt, Mist. Ich mache es jetzt mal hier trotzdem oben rein. Jetzt sieht man das gar nicht. So ist es. So ist es, ja. Sven sagt, man sieht es gar nicht. Ja. Toll. Machen wir mal das so, dass man sieht und holen wir mal eine Schraube rein. So, machen wir das mal hier, das sieht jetzt. So ungefähr. Also, ich habe die Backe hier oben mit einer Schraube schon dran gemacht, die fehlte. Jetzt brauchen wir hier wieder unseren 10er Aufsatz. Knarre dran, Knarre umschalten, auf zudrehen. Dann hier unten diese wunderschöne Original-Sphäraschraube mal rein. Drehmoment ist übrigens hier handwarm, ne? Falls jemand fragt. Also, es gibt hier keinen Drehmoment, ich muss gerade beschlossen. Hier ist auch handwarm. Dann haben wir hier hinten unsere Karreuzschlitzschraube. Wo ist die hin? Die habe ich glaube ich eben gesehen, woanders hingelegt. Komm her, Hasi. So. Lass dich schon mal zählen. 1, 2, 3. Dann sitzt hier oben noch die vierte. Oben an der Backe hier. Ah, da muss natürlich das noch ins Rücklicht eingehängt werden hier. Hängt das schon? Ne, es hängt schon. Stark. Hat sich von alleine eingehängt hier beim Anstecken. Knarre. So, das war die letzte Schraube. Jetzt kommt hier das Teil wieder drauf. Wie kommt es drauf? So. Dann haben wir hier wieder unsere Mutter, Distanzstück, Unterlegscheibenkonstruktion. Das heißt Mutter, Schraube natürlich. Lass uns hier reinfallen. Sven und ich haben uns eben totgelacht, weil wir haben in den Drehpausen quasi mein Lied gehört von einem Österreicher und ich werde diesen Typ mal anschreiben, ob ich das Lied beim nächsten Mal, wenn ich hier irgendwas schraube, einfach mal zeigen darf. Ich mal gucken, wie das mit irgendwelchen Rechten ist hier, mit
Ihr wisst genau, welche Institution in Deutschland ich meine, aber ich finde das Lied so geil. Und ich hoffe, er hat nichts dagegen, weil es ist einfach der absolute... Ich weiß nicht, wie ich diesen Ohrwurm jemals wieder loswerden. Nie wieder. Nie wieder, genau. Also ohne Scheiß, wirklich nie wieder. So, jetzt haben wir das hinten auch fest. Jetzt machen wir uns noch unser Plastikteil hier drauf. Bank ein bisschen abkippen. Bisschen drunter kriegen. So, drunter. Das war nicht komplett. Am besten hängt ihr es unten hier erstmal ein, im Trittbrett. Das ist eine Aussparung. So, und jetzt, genau, dann schiebt sich das automatisch hier rein. Dann ist es ja wichtig, dass ihr hier, ne, fangt unten an. Ne, es kann ja nur eine Richtung gehen hier, ne? Und hier oben ist es ja nur eingehängt. Bei Svendel, das ändere ich ja auch nicht. Sehr praktisch. Sieht gut aus. Eine Seite. Zweite Seite mal von der anderen Seite. Einfach die Plastiknasen hier reinhängen. Zap. So, muss ich schon wieder rumlaufen. Wie umständlich. Ich dachte, so eine Bühne wäre praktisch. So. Und dann hier die letzte Bundschraube. Hält quasi dieses Plastikstück, was wir uns gerade eingesetzt haben, am Helmfach fest. Und zu nehmen wir uns mal hier das Sicherungstüchlein, was verhindert hat, dass die Bank zuklappt. Wichtig, ne? Wenn ihr keine zwei Schlüssel habt und ihr habt eine Bühne, dann macht vorher das Helmfach auf, weil sonst, wenn ihr die vorne eingespannt habt, dürft ihr das alles nochmal machen. Habe ich heute gemacht. So, zu. Dann treten wir mal hier, gucken, was passiert. Sie fährt. Grandios. Grandios. Von oben nach unten. Normalerweise fährt die immer von links nach rechts, ne? Okay. Was du alles kannst. Was ich hier alles kann in der Garage, ne? Zaubern. Zaubern kann ich hier. Ja, räumen wir ein bisschen auf, mal eine Probefahrt, gucken wir, was passiert. Ja, wir haben jetzt hier mal einen Zeitsprung gemacht. Die Testfahrt mit der Sphäre von Svende ist jetzt natürlich schon wieder was her. Ich habe schon wieder was anderes an. Ihr habt es in dem letzten Videoabschnitt gemerkt, der Ton war schlechter. Am Ende beim Outro, was ich wirklich noch an dem Abend gedreht habe, war der Ton dann weg. Was mich so geärgert hat, dass ich mir jetzt mal eine Funkstrecke gekauft habe. Die hat Martin von Sam's Channel auch und die ist wirklich Gold wert, weil der Ton immer gleich laut und gleichbleibend gut ist. Und ich muss auch nicht mehr das USB-Kabel für das Kondensatormikrofon hinter der Kamera herziehen. Das erspart mir wirklich viel Arbeit. Aber nochmal zurück zur Sphäre-Geschichte. Das ist jetzt meine Sphäre, weil Svennes Sphäre natürlich jetzt nicht hier ist. Ich habe mir die Kerze angeschaut, sie war einfach viel zu schwarz. Ja, also die Maschine läuft deutlich zu fett. Wir haben zwei Möglichkeiten, das zu beheben. Das eine ist, die Düsennadel ein bisschen niedriger zu hängen im Düsenstock, quasi, dass sie nicht so viel Benzin dann durchlässt, wenn man Gas gibt. Die zweite Möglichkeit ist, dass man die Hauptdüse wechselt. Ich weiß nicht, welche Größe drin ist. Ich werde auch mal im Heizerforum noch mal dazu fragen, was man macht, wenn die Kiste einfach zu fett läuft. Sie springt gerade nicht an. Ich muss einfach mal gucken, dass ich den Roller hier hinbekomme. Ist in Köln ein bisschen weiter weg jetzt. Das heißt, schieben dauert wirklich eine Stunde. Hat Svenne sogar schon mal gebracht. Respekt. Muss ich mir einfach mal angucken. Das heißt, das nächste Video von der Sphäre wird auf jeden Fall so ein bisschen vergaserlastig werden, weil ich jetzt eigentlich alles ausgeschlossen habe. Der Auspuff ist neu. Die Variomatik ist in Ordnung. Ich habe jetzt eigentlich fast alles ausgeschlossen, was jetzt zu dieser niedrigen Endgeschwindigkeit irgendwie führen kann. Und das heißt, das nächste Mal werden wir uns auf jeden Fall mal dem Vergaser widmen, den mal ausbauen. Und wir haben den ja schon mal Ultraschall gereinigt. Also ich habe den schon mal komplett sauber gemacht. Der ist komplett sauber. Da ist kein Schmock drin, keine Ablagerung. Ich gehe davon aus, dass einfach da die Konfiguration nicht stimmt. Also entweder ist die Düse falsch, also eine zu große Hauptdüse drin. Oder eben die Düsennadel hängt zu weit oben. Da sind ja Clips drin. Wenn ihr den Vergaser kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Und ich werde mich dann ein bisschen informieren und das nächste Mal dann eben da ein Vergaservideo drüber drehen. Dann seht ihr mal, wie man den ausbaut und den entsprechend dann einstellt. Und dann schauen wir einfach mal, weil wir müssen da irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Die Sphäre ist in einem guten Zustand. Ich will, dass die ordentlich fährt. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, weil es jetzt nur so eine Symptomatikgeschichte ist, die ich bisher gemacht habe. Und Svenne dafür auch dann wieder viel Zeit investiert hat, immer dann hier zu sein und das Moped dann hier stehen zu lassen. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal, wenn wir den Vergaser machen, da einfach mal auf den grünen Zweig kommen, dass die dann mal ordentlich läuft. Und Svenne dann damit so lange Spaß hat, bis irgendwie da irgendwelche anderen Verschleißteile gemacht werden müssen, weil so soll es sein. Einfach fahren, bis man irgendwas machen muss. Und das hoffe ich, bekommen wir dann mal hin. In diesem Sinne, das Variomatik-Video heute. Ne? Wie macht man es? Worauf achtet man? Wie geht es am besten? Wie auch immer.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sag mal bis zum nächsten Mal bei Betreute Schrauben.